Letzten Sonntag war der Tag der Gartenvielfalt in Erfstadt, das große YouTuber- und Instagrammer-Treffen der Gartenfreunde. Ich hatte für euch die Kamera dabei und jetzt schauen wir mal, was da alles los war. Für mich war es dieses Jahr das erste Mal in Erfstadt und ich muss gestehen, ich war ganz schön aufgeregt, weil ich gar nicht wusste, was mich da erwartet. Ich habe unglaublich viele liebe Menschen kennengelernt, Zuschauer wie auch YouTuber und Instagrammer, und die möchte ich euch heute mal vorstellen. Ich bin heute hier in Erfstadt auf dem großen YouTuber- und Instagrammer-Treff und natürlich sind alle hier, die man so treffen möchte. Und jetzt habe ich mir gleich den Martin mal geschnappt und den Christian. Und jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, wie gefällt es euch? Wart ihr hier schon mal? Und eine Frage, was war euer größter Fail dieses Jahr? Mal ganz ehrlich. Ja, ich bin der Martin. Ne? Mein Kanal heißt GM Garten und wir kennen uns, glaube ich, jetzt seit dem Treffen beim Rigotti. Mhm. Genau, jetzt hier wieder getroffen. Tolle Sache. Ja, was gefällt mir hier besonders gut? Ist halt schön, dass hier wieder mal die ganzen Garten-YouTuber und Instagrammer zusammenkommen, sich mal wieder treffen, man mal persönlich ein paar Wörter miteinander wechseln kann. Der Jungpflanzenverkauf, der hier jedes Jahr stattfindet, ist einfach richtig krass. Ja, die haben wirklich alles, von A wie Aubergine, von bis Z wie Zitrone, alles vertreten. Alles da, ja. Und ja, das macht halt auch Spaß. Ne? Jedes Jahr wieder hier. Und jetzt verrat uns deinen größten Fail dieses Jahr. Was ist dir so richtig nicht gelungen? Das tut fast schon weh, das zu sagen, aber richtig gelungen sind mir tatsächlich die Chilis nicht. Gerade bei dir? Ja. Also, was ist passiert? Die sind grausam. Ich weiß nicht, die wollten einfach nicht mehr. Die haben irgendwann das Wachsen eingestellt und haben sich gesagt, nö, wenn du uns kein Beet gibst, geben wir dir keine Chilis. Okay, schade. Dann kamen noch die Blattläuse dazu. Naja, ein paar werde ich wohl gerettet bekommen. Schauen wir mal. Sehr, sehr gut. So, jetzt machen wir bei dir mal weiter. Du erzählst uns, wer bist du, was machst du? Und natürlich will ich auch dein super Fail dieses Jahr wissen. Ich bin der Christian vom Kanal Der Bayerngarten. Ich komme aus Rosenheim. Ich habe ein bisschen länger hergebraucht. Aber es sind tolle Leute hier. Es geht zu ohne Ende. Das Wetter ist schön. Ja. Also es hat sich rentiert, diese 8 Stunden herzufahren. Wahnsinn! Was bei mir nicht funktioniert hat, das war eigentlich der Knollensellerie. Mhm. Der ist eigentlich nicht vorhanden, nicht mehr vorhanden. Und meine Süßkartoffel, die hat die Hitze im Anzuchthäuschen nicht vertragen. Oh, das ist die fies. Die ist auch ein bisschen trocken. Was machst du auf deinem Kanal? Also ich baue Gemüse an, ich bastel viel, ich gestalte gerade meinen Garten neu, koch ein. Alles, was so mit Selbstversorgung so ein bisschen zu tun hat. Fischen. Ah, Fischen auch noch, cool. Fischen, Fische schlachten, genau. Sehr schön. Dann danke ich dir und einen schönen Bitte. Tag noch. Ja. Jetzt habe ich mir als nächstes hier den Nils geschnappt. Auch Nils, stell dich kurz vor, sag, wer bist du, was machst du? Die meisten kennen dich wahrscheinlich sowieso schon. Ja, und auch von dir möchte ich wissen, was war dieses Jahr bis jetzt dein Mega-Fail? Okay, Nils vom Kanal Saatenvielfalt. Ich habe mich mit meinen Videos so ein bisschen auf die Saatgutwelt spezialisiert. Ja, und ich glaube, fehltechnisch, also ich habe im Moment wenig eigene Fläche zum Gärtnern. Ja. Also da ist vielleicht der Fail selber, dass es aktuell an Zeit im Garten fehlt. Und da definitiv Nachschubbedarf ist. Und deswegen bin ich gerade viel hinterher, da irgendwie weiterzukommen, dass ich weiß, wo ich hingehöre, wo ich dann auch mein Gärtnerareal habe. Das ist natürlich wichtig. Ja, deswegen kann ich dir jetzt leider auf gärtnerischer Basis gar kein Fail präsentieren. Okay. Was gefällt dir an Erfstadt gut? Ich bin begeistert, wie gut das immer wieder besucht ist. Ja. Also das sind ja wirklich einfach, also ich war heute recht früh da und Wahnsinn, wie schnell sich dann dieser Platz füllt. Mhm. Und ich finde es auch schön, weil dann letztes Jahr irgendwie sind immer so die gleichen Gesichter und dieses Jahr wurde es ja so ein bisschen erweitert auf eben auch Instagrammer, mal ein paar neue Gesichter noch dazu zu sehen. Also das finde ich ganz
ganz schön, dass das jetzt nochmal so ein bisschen weiter geöffnet wurde und ja, deswegen der Mix umso größer wird. Sehr schön. Ich danke dir. Kein Problem. Viel Spaß noch. Danke auch. Yeah. Mitten in dem Gewusel stand dann die liebe Sabine vor mir. Sabine ist eine Zuschauerin, die zu Weihnachten eine Tasse von mir gewonnen hat. Und liebe Sabine, es war wirklich unglaublich schön, dich mal persönlich kennenzulernen. Und vielen, vielen Dank für diese schöne Staude. Die kriegt bei mir auf jeden Fall jetzt einen Ehrenplatz. Jetzt habe ich hier die Sabine getroffen, da freue ich mich ganz, ganz besonders. Sabine schaut meine Videos schon ganz, ganz lange und endlich können wir uns hier jetzt auch mal treffen. Jetzt habe ich sie mir geschnappt. Sabine, erzähl uns was über deinen Garten, was machst du gerade, wie gefällt dir Erfstadt? Ja, ich habe ja sozusagen Heimspiel, ich wohne ja hier in Friesheim. Immer jedes Jahr dabei, immer wieder was Neues finden und gucken für den Garten. Ich meine, ich habe nicht so groß den Gemüsegarten. Ich habe 2 Hochbeete mittlerweile. Kartoffeln baue ich in Kübeln an. War perfekt. Und zwischendurch Tomaten noch in Töpfchen setzen. Die kommen jetzt aber erst ab 15. raus. Ja. Weil mit dem Wetter muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Die Eisheiligen kommen. Wir hatten jetzt wieder ein bisschen Frost. Und ja, na, aber soweit. Wie gesagt, hauptsächlich mache ich auch viel mit Blumen. Schön. Deswegen habe ich dir auch was Schönes mitgebracht. Oh, das ist eine total. Eine Zwergiris für den Garten. Dankeschön. Bitte schön. Die werde ich auf jeden Fall pflanzen. Genau. Und dann zeige ich dir, wie sie sich entwickelt. Prima. Jawohl. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß hier noch und wir gehen jetzt mal durch die ganzen Pflanzen bummeln, oder? Ganz genau. Ich habe schon einiges erwischt. Oh, super. Dankeschön. Dankeschön, Maren. Euch einen schönen Tag noch und gute Heimfahrt dann. Dankeschön. Danke. Auch beim Efekan habe ich mich jetzt hier einmal an den Stand gemogelt und habe ihn ganz kurz entführt, denn es ist heute wirklich viel los. Efekan, ich freue mich ganz sehr, dich heute hier zu treffen. Ich auch. Wir haben ja schon viel geschrieben. Ja. Ich habe Rezepte für gefüllte Weinblätter bekommen von dir. Und dieses Jahr habe ich Saatgut von der Luffergurke bekommen. Da freue ich mich ganz, ganz sehr. Die wächst auch schon. Freut mich. Super. Wie gefällt es dir hier? Ist angenehm. Wetter passt. Leute sind gut drauf. Also das kann sich werden. Ne? Schön, gell? Ja. Was hast du für einen Kanal? Wie heißt der? Kleingarten Umber, mein Kanal, und auch Gartentürk bald. Der Gartentürk? Ja, ich will es nicht so wie verraten, aber aktuell Kleingarten Umber, genau. Ja, cool. Ja. Sehr schön. Was sieht man bei dir meistens so? Ja, klar, viel Gemüse, ne? Ein bisschen Obst, so. Hauptsächlich auch Luferpflanzen bei mir im Garten. Ne? Also bin ich irgendwie ein bisschen fixiert drauf. Und, cool. Ja. Erzähl mir, was war dieses Jahr dein größter Fail im Garten? Tomaten. Oh. Ja, entweder zu spät oder gar nicht gut gekeimt. Also vielleicht schlechte Sorten gehabt oder so. Aber komisch, dies Jahr Tomaten, schlecht gekeimt und dafür aber Paprika, Chilis und Lufas, wunderbar. Die sind also, wunderbar. Ja. Jedes Jahr was anderes, immer gell? Immer was Neues. Wird nie langweilig. Das ist das. Dann danke ich dir, ich will dich nicht länger aufhalten. Ja. Viel Spaß noch an deinem Stand und ich freue mich, dass wir uns heute gesehen haben. Wünsche ich auch, freut mich auch. Danke. Ja, ciao. Jetzt bin ich hier am Stand von der Nadja und Nadja, auf dich habe ich mich total gefreut. Ich schaue deine Videos, ich glaube, seitdem es dich gibt. Ich habe so viel über Kartoffeln von dir gelernt. Das finde ich auch total lieb von dir. Ja, und vielleicht magst du noch einmal kurz erzählen, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du und was machst du auf deinem Kanal und wie heißt er? Also, ich bin die Nadja, ich habe den Kanal Neues vom Landei und ich mache so eigentlich hauptsächlich Knolliges, aber auch anderes und mit Schwerpunkt auf Essbarem für den Winter. Also für den Vorrat. Heimische Sachen. Und unheimliche Sachen. Was sind unheimliche Sachen im Garten? Jakon sind ja schon mal gar nicht heimisch. Oh, das stimmt. Nein, Jakon sind keine heimischen Pflanzen. Aber ich mag sie halt. Und Oka sind auch keine heimischen Pflanzen, glaube ich. Oka sind super lecker. Oka, nicht Okra. Oka? Ich meine den knolligen Sauerklee, nicht die Schoten. Ah, die Schoten okay. Finde ich grauenhaft. Grauenhaft. Was habe ich noch lecker. Hier? Nee, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Tupi. Ist von hier, ne? So ja, Tobi Nambir, kommt von hier, genau. Ja, von dir möchte ich wissen, was war denn bis jetzt in deinem Garten dein Super-Fail dieses Jahr? Dieses Jahr? Mhm. Ist schon irgendwas schiefgegangen oder ist bis dieses jetzt Jahr, alles dieses Jahr, wir hatten den letzten Schnee letzte Woche. Ach stimmt, ja, stimmt. Ihr seid ja in der Eifel, da ist es kalt. Nein, ich hatte
halt zerhagelte Jakons. Aber die haben die Leute dann trotzdem genommen. Dann überlege ich jetzt gerade, was noch. Es war, ist etliches schon. Also mir sind ein paar von den Kartoffelchen erfroren. Mhm. Aber bis jetzt gab es noch nicht genug Gelegenheit für Fails. Also mir sind wahrscheinlich die Kirschblüten alle erfroren. Ja, das sind sie. Da muss ich, ich kann es noch nicht erkennen. Also ich muss mal gucken. Die waren ja wirklich in voller Blüte, als ich das gefilmt hatte. Und einen Tag später, ne? Alles voll mit Schnee, Sturm, Eis. Schade. Also das ist wirklich blöd. Oh, wie schade. Naja, warten wir es ab. Warten wir es ab. Vielleicht klappt es noch. Aber schön, dass du hier bist. Ich freue mich total. Und es ist heute echt schönes Wetter, oder? Ja, wir haben toller Schwein, Tag wirklich. Heute. Also ist nicht selbstverständlich, ne? Nee. Also wir haben hier aber so oft Glück. Ja? Das ist echt toll. Also, dann danke ich dir ganz ich lieb. Dir auch. Und einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dieses Jahr waren auch das erste Mal nicht nur YouTuber in Erfstadt, sondern auch Instagrammer. Da habe ich mich riesig gefreut, dass ich die Jessica und die Ellie mal persönlich kennengelernt habe. Ihr zwei, es war wirklich total schön mit euch. Es ist einfach super spannend, sich da auszutauschen. Was ist der Unterschied zwischen YouTube und Instagram? Und ich habe mich riesig gefreut. Es war wirklich schön. Ich habe mich jetzt hier gerade an den Stand von der Jessie gemogelt und habe sie mal ganz kurz entführt, denn ich freue mich total, dass wir uns jetzt auch mal persönlich kennenlernen. Ja, das finde ich auch. Jessie, erzähl uns was. Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin Jessica. Mich findet ihr unter dem Namen Lauseblattwerk auf Instagram, TikTok, YouTube. Genau, und ich habe auch dieses Jahr ein Buch rausgebracht. Sehr, sehr schön. Genau. Da habe ich gerade schon drin geschmökert. Ja. Extra für Hochbeete, glaube ich, gell? Ja, da bist genau. du spezialisiert. Genau. Also für jeden, der vielleicht nicht unten in den Beeten buddeln möchte, wäre das auf jeden Fall zu empfehlen. Genau. Jessie, eine Frage habe ich noch an dich, ja. wie an alle. Was war dieses Jahr bis jetzt dein Mega-Fail im Garten? Tatsächlich die abgefressenen Möhren im Hochbeet. Da hatte sich dann eine Maus eingenistet und hat es sich dann schmecken lassen. Also auch im Hochbeet sind die nicht sicher, ja? Nicht unbedingt. Mir ging es ja auch genau. so, bei mir ist nichts aufgegangen. Ich habe jetzt auch noch mal nachgesät. Okay. Oh je. Möhren halt, ne? So ist das mit denen. Genau. Also, ich danke dir und lass dich jetzt wieder zurück an deinen Stand. Danke. Tschüss. Bei der Jessie, da habe ich jetzt auch die Ellie getroffen und auch über die Ellie Hi. Freue ich mich total. Ich folge danke. Dir schon ganz, ganz lange bei Instagram. Erzähl uns mal, wer bist du, was machst du? Ich bin Ellie, ich habe 23 Hochbeete mittlerweile und gebe täglich Tipps zum Gärtnern im Garten. Ja, in den Hochbeeten auch speziell? Oder? In den Hochbeeten speziell und eben auch mittlerweile ein bisschen Freiland. Auch ein bisschen. Und allgemeine Tipps. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Bist du das erste Mal heute hier? Ich bin das erste Mal in Erfstadt, das erste Mal tatsächlich so nah an Köln dran. Es ist wirklich schön hier. Total viele nette Menschen. Ja, sehr, sehr schön. Was war dieses Jahr dein größtes Fail im Garten? Möhren. Möhren. Jedes Jahr Möhren. Ich kann absolut gar keine Möhren. Ich habe gar keine Chance. Ich probiere es jedes Jahr wieder. Keimen sie nicht oder werden sie abgefressen? Sie keimen nicht, sie werden abgefressen. Sie wachsen nur als Mini-Möhrchen. Selbst die deutschen Riesen, glaube ich, heißen die, sind bei mir ungefähr so groß. So kleine so Mini-Möhrchen. Ja. Ich kann es einfach nicht. Ich mit allen Tipps, die ich kenne, keine ja? Chance. Ich kann keine Zwiebeln. Ach. Es geht nicht. Egal, was ich manchmal ist es komisch, ne? Ja. Das stimmt. Ja, super. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß hier Vielen heute. Vielen Dank. Euch auch. Genieß den Tag, schöne Gespräche. Ja. Und ich habe mich riesig gefreut, dich zu treffen. Vielen lieben Dank fürs Interview. Es waren so viele Besucher da und als der Tag sich dann langsam dem Ende geneigt hat, da habe ich es dann geschafft, den Sascha und den Ben von Selfbio für euch für die Kamera zu bekommen. Sascha organisiert das Treffen in Erfstadt schon seit vielen, vielen Jahren. Sascha, an dich auch nochmal vielen lieben Dank für die Organisation und für diesen wunderschönen Tag. Ich bin Ben, ich bin ab und zu mal bei Sascha auf dem Kanal in den Videos zu sehen und unterstütze vor und hinter der Kamera. Und mein größter Gartenfail dieses Jahr war, dass ich es einfach nicht rechtzeitig geschafft habe, Chilis auszusäen, was ziemlich ist. Darf man das sagen? Natürlich darf man das sagen. Ich kann das ja auspiepsen. Ja, sehr cool. Das ist ja kein Problem. Sehr cool. Guck mal, da kommt er schon. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Klar. Mensch, super Wetter heute. Auf jeden Fall. Heute Nacht hat es geregnet. Echt? Oh ja, und die ganze Woche davor, es war sehr spannend die letzten Tage. Ja? Ja, wir haben Glück gehabt. Mal wieder, immer, sehr, sehr immer hier. Schön. Ja, freue mich, dass wir uns hier mal wieder gesehen haben. Das letzte Mal waren wir am Bodensee, wo wir uns getroffen genau. haben. Genau. Ja. Eigentlich muss man dich nicht mehr vorstellen, aber vielleicht magst du noch kurz was sagen. Sascha, Kanal Selfbio. Sascha, was ist dieses Jahr dein größter Gartenfail? Das Wühlmäuse, nicht Wühlmäuse, irgendwelche Mäuse. Ich hatte Gurken in Multitopfplatten gesät,
Da kamen Mäuse, was die sonst nie machen, sind da hochgeklettert und haben die Samen da rausgefressen. Ernsthaft? Die habe ich gesehen, habe sie nachgepflanzt, kein Problem. Ich dachte, die Tomaten, die fressen ja keine Tomatensamen. Aber die haben sie auch gefressen. Nein. Jetzt habe ich eigentlich kaum Tomaten. Deshalb, aber ich kann mir hier noch welche besorgen. Gott sei Dank, du bist an der Quelle, gell? Ja. Also, dann hab vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du hier bist. Gell? Und dann genießen wir den schönen Tag Machen noch. Wir. Wer von euch den Kanal vom Sascha schon länger schaut, der kennt natürlich auch den Marcel von der Gartenoase Köln-West. Dieses Jahr haben wir es endlich mal geschafft, dass wir uns auch persönlich kennengelernt haben. Und es war echt lustig, weil ich glaube, ich war eine der Kleinsten und Marcel war mit seinen über 2 Metern einer der Größten dort. Es war total lustig und lieber Marcel, vielen Dank noch für die Süßkartoffelpflanzen. Ich habe meine ja dieses Jahr nicht so ganz liebevoll behandelt und die sind ein bisschen kaputt gegangen. Also vielen lieben Dank für deine Süßkartoffelpflanzen. Die kommen jetzt auch mit in die Erde. Für alle die von euch, die jetzt nicht persönlich in Erfstadt dabei waren, hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch ihr habt jetzt mal einen Einblick bekommen, was denn an so einem Tag in Erfstadt eigentlich los ist. Ich hatte wirklich einen wunderschönen Tag und ich muss sagen, mich berührt es total, wie sich die Community da auch entwickelt. Wir hatten viele tolle Gespräche über das Gärtnern, haben uns ausgetauscht über die verschiedenen Regionen und es war einfach ein unglaublich gelungener Tag. Genau das ist ja der Grund, warum wir YouTuber und wir Instagrammer auch die ganzen Videos und die ganzen Beiträge machen. Einfach, damit wir voneinander lernen können und miteinander gärten können. Wer von euch war denn auch in Erfstadt, den ich vielleicht nicht getroffen habe? Wie hat es euch gefallen? Was habt ihr von dem Tag mitgenommen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich jetzt, dass die Eisheiligen langsam vorbei sind und auf ein paar schöne Tage im Garten, wo ich die ganzen Jungpflanzen jetzt setzen kann, die auch ein bisschen frostempfindlicher sind. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, geht auch ihr raus in den Garten, buddelt in der Erde und pflanzt euer eigenes Stück Gartenglück. Ciao!